Hallo, liebe Freunde der Astrologie. Ich möchte heute die Konjunktion von Jupiter-Saturn, die am 21. Dezember 2020 stattfand, thematisieren und werde das in einer besonderen Art und Weise tun, indem ich die Positionen der Planeten in dem siderischen Tierkreis, also in den sternbilderorientierten Tierkreis, kombiniere mit den Positionen in den tropischen Tierkreis. Jupiter-Saturn-Konjunktionen wiederholen sich alle 20 Jahre und bilden dabei ein Dreieck am Himmel, sodass sich eine Serie von Konjunktionen erst in Feuerzeichen, dann in Erdzeichen, dann in Luftzeichen und dann in Wasserzeichen bewegen. Und dann kommt dann wieder eine Serie in Feuerzeichen und der Zyklus fängt von vorne an. Und wir befinden uns gerade in einem solchen Zyklus von Konjunktionen in Erdzeichen. Und die Erdzeichen betonen natürlich mehr die materialistische Sichtweise auf die Dinge, auf Gesellschaft und auf den Menschen, betont mehr wirtschaftliche Fragen und die Bedeutung von Wirtschaft und auch natürlich der Auseinandersetzung mit den Ressourcen, mit der Erde als Quelle auch von Ressourcen und als Träger und als Nährboden ja, auch für das Leben und für den Menschen. Und das sind also die Themen auch, die in den letzten Jahrzehnten und heute uns besonders auch beschäftigen. Und eine solche Konjunktion bildet also einen Samen, einen Beginn eines Zyklus von 20 Jahren und prägt damit auch die Themen und die Prozesse und die Dynamik, die in diesen 20 Jahren sich entfalten wird. In gewisser Weise fing diese Konjunktion schon im März 2020 an, denn damals traten Mars und Jupiter fast gleichzeitig in das Zeichen Steinbock ein und verbanden sich dort mit Pluto und mit Saturn, der schon sehr in der Nähe war. Und die ganze Dynamik, die ganze Entwicklung, die wir im Jahre 2020 gehabt haben, kann man sagen, kristallisiert sich nun in dieser Konjunktion am 21. Dezember, übrigens der Zeitpunkt, als auch diese Impfstoffe auch freigegeben wurden von der EMA. Und wie ich finde, ist diese Konjunktion von Jupiter-Saturn und die gesamte Konstellation, die diese Konjunktion begleitet, sehr prägend oder sehr aufschlussreich und für die aktuelle Situation und schildert diese aktuelle Situation sehr gut. Nun, was ich jetzt machen werde, ist diese Konjunktion in dem siderischen Tierkreis deuten und werde dabei aber den Frühlingspunkt, der sich ja sehr, sehr langsam durch die Zeichen bewegt, als Aszendenten werten. Der Frühlingspunkt ist ja der Beginn des tropischen Tierkreis. Also der Frühlingspunkt ist 0 Grad Widder im tropischen Tierkreis. Und ich werde diesen Frühlingspunkt als Aszendenten nehmen. Und von dort aus können wir ja eine Senkrechte bilden. Das sind die Wintersonnenwende und die Sommersonnenwende. Und diese Winter- und Sommersonnenwende befindet sich genau auf dem galaktischen Äquator. Damit befindet sich die Menschheit in ihrer Entwicklung meines Erachtens an einem sehr, sehr wichtigen Scheidepunkt und Wendepunkt. Und das habe ich thematisiert in meinem Video über die Zeit des Drachen. Wir müssen also diese Konjunktion, die wir jetzt haben, Jupiter-Saturn-Konjunktion und schon die vorherigen Konjunktionen von Jupiter-Saturn in den letzten Jahrzehnten und in den letzten fast 100 Jahren schon, auch sehen auf dem Hintergrund dieser Zeit des Drachen, in der wir uns momentan mittendrin befinden. Nun, wir können jetzt von dem Frühlingspunkt aus 12 Abschnitte am Himmel einteilen und das sind nichts anderes als die tropischen Tierkreiszeichen. Aber statt dass ich sie jetzt Widder und Stier und Zwillinge nenne, habe ich sie mit Zahlen, mit römischen Zahlen beziffert, sodass der tropische Widder hier Haus 1 ist und Stier Haus 2, Zwillinge Haus 3. Das sind die sogenannten Erdhäuser. Das sind also Häuser, die fangen beim Frühlingspunkt an, das ist der Schnittpunkt zwischen Äquator und Ekliptik.
und bilden damit die verschiedenen Themen, die wir mit den Häusern in der Astrologie verbinden, bilden diese Themen ab, bezogen auf die Menschheit oder auf die Welt als Ganzes. Nun, das ist jetzt die Konjunktion von Jupiter-Saturn. Wir finden hier diese Konjunktion knapp auf 8 Grad Steinbock und die restlichen Planeten, die zu diesem Zeitpunkt in diesen Positionen standen, die wir hier sehen. Und jetzt setze ich diese Planeten eben gleichzeitig in die tropischen Tierkreiszeichen bzw. in diese tropischen Erdhäuser, die ich gerade erklärt habe. Und wir sehen hier zum Beispiel, dass diese Saturn-Jupiter-Konjunktion genau auf der Spitze des 11. Hauses ist, dass der Mond am Aszendenten ist oder dass die Sonne und der Merkur auch sehr genau auf der Spitze des 10. Hauses ist. Auf der linken Seite, besser gesagt auf der rechten Seite, Entschuldigung, finden wir das vedische Horoskop, also dasselbe Horoskop mit derselben Information in der vedischen oder in der südindischen Art, das Horoskop zu zeigen. Und das ist für diejenigen sicherlich besser, die gewohnt sind, mit dieser Art von Diagrammen zu arbeiten. Nun, in dieser Konjunktion, mitten in einer Serie von Konjunktionen in Erdzeichen, ist mit Sicherheit Saturn der dominante Planet. Saturn befindet sich im eigenen Zeichen, während Jupiter im Fall, also geschwächt, steht. Saturn befand sich zu dem Zeitpunkt der Konjunktion auch leicht nördlich, also oberhalb von Jupiter am Himmel, was auch gewertet wird als eine Dominanz oder eine Übermacht sozusagen des Saturn über, in diesem Fall, Jupiter. Nun, das 11. Haus, die Saturn-Jupiter-Konjunktion, befindet sich in der Spitze des 11. Hauses und das 11. Haus wird in der vedischen Astrologie als Upachaya bezeichnet, also ein Upachaya-Haus. Upachaya bedeutet Fortschritt und Wachstum. Gleichzeitig ist das 11. Haus zusammen mit dem 3. und 7. ein Karma-Haus. Karma ist die Finalität, eine der Finalitäten im Leben. Und diese Finalität ist das Verlangen oder das Begehren und das Erfüllen von Wünschen. Das 11. Haus ist konkret ein Haus, was zu tun hat mit dem Wunsch oder dem Erzielen nach Gewinn. Und dass der Wunsch nach Wachstum und das wird sozusagen das betonende Thema dieses Zyklus von 20 Jahren. In diesem Fall ist es Saturn, der dieses Haus beherrscht und in diesem Haus eben auch mächtig ist und bringt also diese Themen der Gewinnsuche und des Wachstums zum Ausdruck. Dharma oder auch die Werte und von Glauben und Spiritualität werden den im Wesentlichen materialistischen Interessen der großen Wirtschaftsmächte und der multinationalen Konzerne damit untergeordnet und auch den Hoffnungen, die in neue Technologien gesetzt werden. Das ist ein Aspekt des Drachen, das ich in einem anderen Video thematisiert habe. Und der Drache, das ist ja die Mondknotenachse. Rahu ist der Drachenkopf in der indischen Terminologie und Ketu der Drachenschwanz. Und die hinduistische Astrologie, die stellt eine Verbindung her zwischen Rahu und Wassermann, beziehungsweise Rahu und auch dem 11. Haus. Das gemeinsame Thema ist nämlich das der Gier und des kontinuierlichen, unersättlichen Wachstums. Mit der großen Schattenseite, die das hat, nämlich einer zerstörerischen Komponente, die diese Unersättlichkeit oder dieses permanente Wachstumsdenken mit sich bringen kann. Das heißt, diese Saturnenergie, die wir hier sehen und die dieses 11. Haus beherrscht, drückt sich einerseits in Wissenschaftlichkeit und in Technologie aus und in einem mechanistischen Weltbild.
Andererseits in einem Bedürfnis nach Kontrolle und das kann eine übermäßige Kontrolle auch hervorrufen, die sogar in totalitäre Systeme münden könnte. Man muss bedenken, dass Saturn ein Planet ist, der das Thema der Notwendigkeit und das Thema des Mangels an Alternativen, könnte man auch sagen, darstellt. Notwendigkeit und das Gefühl von Angst sind prägend oder sind dominierend im Zusammenhang mit Saturn. Und Angst führt zu einem Bedürfnis nach Schutz und damit auch ein Bedürfnis nach zunehmender Kontrolle. Und wir sehen also hier eine Konstellation oder eine Art und Weise, die Gewinn und Gewinnmaximierung oder Wachstum auch zu erzielen, die also auch operieren kann mit diesen Energien des Saturn, die also auch das Thema der Notwendigkeit, des Materiellen und der Angst eben auch beinhalten. Abgesehen von dieser Konjunktion mit Jupiter, dem Planeten also der Sinnsuche und der Planet des Dharma, haben wir hier einen vollen Aspekt auf den Mond, der Mond am Aszendenten dieses Horoskopes. Und der Mond ist ein Signifikator für unsere Geist und für die Wahrnehmung, für die Gefühle und für die emotionale Sicherheit. Und der Einfluss von Saturn auf diesen Mond bedeutet also eine Kontrolle menschlicher Regungen zum Beispiel. Er kann ein Gefühl von Sorge, ein Gefühl von Angst oder auch von Melancholie oder sogar von Depression hervorbringen. Zum Beispiel auch aufgrund eines Mangels an menschlicher Wärme, aufgrund sozialer Distanzierung. Und dieser Mond ist gleichzeitig Herrscher des fünften Hauses. Das fünfte Haus steht für unsere kreativen, schöpferischen Fähigkeiten. Und das fünfte Haus hat also auch sehr viel damit zu tun mit Bildung, also mit der Möglichkeit und den Chancen, unsere eigenen schöpferischen Fähigkeiten, unsere Kreativität auch zu entfalten und unsere Talente zu entfalten. Und da dieser Mond von dem Saturn derart stark aspektiert wird, haben wir also hier auch den künstlerischen, kreativen Ausdruck Bildung, schulische Bildung und Erziehung, die stark den Vorgaben der Wirtschaftsmächte untergeordnet sein können. Und andererseits können diese künstlerische Kreativität und das kulturelle Leben und Bildung könnten die Saat sein, aus der die von Saturn repräsentierten Kräfte assimiliert, transformiert und schließlich auch überwunden werden. Das sage ich deswegen, weil der Mond schließlich sehr deutlich, der sehr stark ist am Aszendenten. Damit ist auch angesprochen, dass diese Kräfte, die müssen aus der Bevölkerung kommen. Ja, der Mond steht in der Mondanastrologie eher für die Bevölkerung, während die regierenden oder lenkenden Kräfte, die wären ja mehr mit der Sonne zu assoziieren. Und wir finden hier auch ein enges Quadrat, also ein Spannungsaspekt zwischen Mond und Sonne, was auch eine gewisse Spannung zwischen oder Konflikt auch darstellen kann zwischen dem, was das Bedürfnis der Menschen ist und was das ist, was die führenden oder regierenden Mächte beabsichtigen. Nun, Jupiter und Saturn befinden sich in einem Mondhaus namens Uttarashatha. Und dieses Mondhaus wird regiert von 10 Gottheiten, die 10 Vishvadevas, und sie sind Repräsentanten oder Verkörperungen von Werten und Tugenden und vor allem von moralischen Werten. Und mit Uttarashada haben wir es hier mit einem Mondhaus zu tun, in dem die Menschheit Werte wie Loyalität, Integrität, Respekt und Toleranz anderen gegenüber klären, bestreiten
und eventuell auch zurückgewinnen muss. Uttarakshada ist ein Mondhaus, was als Motto hat, die Erlangung eines uneinholbaren Sieges. Und in der negativen Ausprägung könnte das also bedeuten, dass wir hier es mit einem eisernen Willen haben, ja, politische und wirtschaftliche Interessen, also sprich Thema des 11. Hauses, auch durchzusetzen, unter einem vermeintlich sozialen oder humanitären Motiv. Der Herrscher dieses Mondhauses ist nun die Sonne. Man könnte also sagen, dass diese Wachstumskräfte und diese gewinnerzielenden Kräfte, die ich eher in Verbindung bringe mit den großen Playern, die im Moment in dieser Pandemie auch die großen Gewinne tatsächlich machen, dass die sozusagen ihre Gedanken haben in Sonne, also in dieser Sonne im 10. Haus und damit ihre Gedanken haben im Regieren, in der Ausübung von Regierungsmacht. Denn das 10. Haus steht ja für das öffentliche Handeln, steht für Regierungen und auch die Sonne ist der Signifikator für die zentrale Macht oder für die Vitalität natürlich auch, aber eben auch für das absichtliche Handeln und auch damit auch für Macht und Autorität. Und wir sehen also hier eine Verquickung, eine Verbindung zwischen den Interessen der wirtschaftlichen Entwicklung und des Profits einerseits und der Regierungsgewalt andererseits. Nun, die Konjunktion geschah mitten in der Wintersonnenwende. Die Sonne ist exakt auf dem galaktischen Äquator damit, weil die Wintersonnenwende ja im Moment auf dem galaktischen Äquator sich befindet. Und damit auch auf diesem Erhöhungspunkt von Ketu, vom Drachenschwanz. Und Ketu ist der Herrscher auch dieses Mondhauses, in dem sich Merkur und Sonne befinden. Das ist das Mondhaus Mula, regiert von einer Gottheit oder assoziiert mit einer Gottheit Niruti, einer Gottheit der Zerstörung. Und Mula beschwört damit einen Prozess von Auflösung und Zerstörung, der notwendig ist, um ein neues Fundament zu schaffen. Mula heißt die Wurzel oder das Fundament. Und das kann natürlich auf verschiedene Art und Weise sein. Also hier haben es wir es mit einer Konstellation zu tun, die möglicherweise an der im Auge des Sturms dieses Durchgangs der Wintersonnenwende durch die Achse des Drachen zu tun. Und dieser Wandel, dieser Zerstörung und Wiederaufbauprozess kann natürlich sehr auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Und wir wissen nicht, was letztendlich in diesem 20-Jahre-Zyklus das für ein Prozess sein wird. Trotzdem erinnert mich das sehr auch an die Idee des Great Reset, ja, den der Klaus Schwab in seinem Buch Covid-19 The Great Reset beschrieben hat. Klaus Schwab ist der Chef des Internationalen Wirtschaftsforums, was in Davos die jährlichen Kongresse veranstaltet, in denen sich die politische und wirtschaftliche Elite der Welt trifft. Und seiner Meinung nach ist diese Pandemie oder bietet diese Pandemie die Möglichkeit, diesen gesellschaftlichen Wandel zu erzwingen und letztendlich ein totalitäres Überwachungssystem durchzusetzen. Zumindest ist das eine Gefahr, die ich sehe in diesen Ideen. Und diese Sonne ist Herrscher des 6. Hauses. Das 6. Haus hat mit der Krankheit und mit Gesundheit zu tun. Wir sehen also hier eine Sonne, die als Herrscher vom 6. Haus im 10. Haus ist. Wir sehen also eine ein Regieren oder ein Handeln aus einer Motivation heraus, die zu tun hat mit der Sorge um Krankheit oder Gesundheit. Und gleichzeitig sehen wir hier eine enge Konjunktion mit Merkur. Merkur ist der Planet der Information und der Kommunikation, hat also damit sehr viel zu tun auch mit den Medien und mit der öffentlichen Meinung oder mit der
Vermittlung von Wissen und von öffentlicher Meinung, auch von Wissenschaft. Und wir sehen diese Kraft des Merkur sehr verbrannt durch die Sonne, sehr in enger Konjunktion mit der Sonne und damit sozusagen befangen. Ja, also es gibt dann hier eine Befangenheit, eine starke Konditionierung dessen, was in der Öffentlichkeit vermittelt wird, der Informationen, auch der Wissenschaft, durch das, was die Regierungsmächte oder die Mächte in der Welt eben vorgeben, gerade auch und auch eine sehr starke Konditionierung dieser Medien und des Kommunikationssektors durch das Thema der Krankheit. Man könnte sagen, eine gewisse Obsessivität, die wir ja geradezu sehen mit diesem Thema der Krankheit und des Virus. Ein weiterer Planet, der sehr stark von Saturn beeinflusst wird, ist der Mars. Mars steht in diesem Horoskop im Widder. Er steht also stark, er steht im eigenen Domizil. Dennoch ist es ein Quadrat, ein applikatives Quadrat zu Saturn, das heißt, es geht auf diesen Quadrat zu Saturn zu, dieser Mars. Und damit haben wir also einen Spannungsaspekt mit einem Planeten, der im rechts von Mars steht und damit über den Mars dominiert, sozusagen die tonangebende Note bildet in diesem Zusammenspiel von Mars und Saturn. Also auf der anderen Seite ist der Mars im Widder stark, sodass wir in dieser Konstellation eine sehr intensive Spannung haben mit einem anderen starken Planeten, Saturn. Und Saturn wird in dieser Spannung Disziplin, Ordnung und Kontrolle darstellen. Und auf der anderen Seite haben wir Mars als Signifikator für den Durchsetzungswillen und den Lebenswillen. Und damit haben wir eine Konstellation, die sehr polarisierend wirken kann, die sehr harte und scharfe Konflikte hervorrufen kann, bis hin zu starker Aggression, die sich herausbilden kann. Gerade da, wo die Saturnkräfte, ja, die auch frustrierend sein können, können natürlich diese Mars, diese Aggressivität, die ja auch in Mars drinsteckt, natürlich umso stärker werden lassen, umso mehr anstauen lassen. Es ist also sehr wichtig für uns als Gesellschaft, dass wir sehr darauf achten, wie wir mit diesen Energien möglichst konstruktiv umgehen. Auf der einen Seite sehe ich hier Saturn als das Bestreben, diesen Eigenwillen und diese Aggression des Mars zu kontrollieren. Und auf der anderen Seite sehe ich hier mit Mars im Widder den individuellen Geist, Pioniergeist, der für sich Freiheit und Selbstverwirklichung und Freiheit auch im Ausdruck beansprucht. Und in dieser Beziehung zwischen Saturn und Mars kann sich das manifestieren als Rebellion gegen die Obrigkeit, umso mehr, als auch in der Nähe von Mars der Uranus steht. Uranus und Mars, wenn wir die genaue Mitte zwischen Uranus und Mars hier berechnen, dann ist das exakt im Quadrat zu Saturn und Jupiter. Das heißt, diese Saturn- und Mars-Uranus-Spannung ist eine sehr explosive Konstellation, die in den kommenden Jahren zu ernsthaften militärischen und revolutionären Konflikten führen könnte. Ja, immer je nachdem, wie wir Menschen schließlich wie bewusst und wie achtsam wir mit diesen doch sehr mächtigen und sehr gefährlichen Energien auch umgehen. Mars steht im zweiten Haus und das zweite Haus ist auch der Herrscher dieses zweiten Hauses. Ja, das zweite Haus hier ist im Zeichen Widder und das lässt schließen auf starke Spannungen und Kämpfe, gerade um die wirtschaftliche Macht. Denn das Haus 2 und das Haus 11 sind die wichtigsten Häuser im Zusammenhang mit Wirtschaft und mit Geld.
Und auf der anderen Seite erleben wir eine drohende Zerschlagung des Mittelstandes im Moment. Und die Ersetzung oder deren Ersetzung durch große multinationale Konzerne und digitale Plattformen, die ich hier in erster Linie mit dem Saturn identifizieren würde, mit dem 11. Haus. Mars ist auch Herrscher des 9. Hauses, das mit höherem Wissen, mit Wissenschaft, mit Glaube, mit Sinnsuche, mit Erkenntnissuche zu tun hat. Und der natürliche Signifikator für diese Dinge ist eigentlich der Jupiter. Jupiter ist der Planet, der von sich aus eben diese Suche nach Sinn und nach Erkenntnis und nach Verstehen und nach sinnvollem Wachstum eben auch darstellt. Und wir sehen also hier beide Planeten stark von Saturn konditioniert, von Saturn beeinflusst. Und ich glaube, wir sind auch hier Zeuge einer möglichen Etablierung von Wissenschaft und Technologie als Religion, als eine Art von Glaube, der dazu neigt, den Menschen auf seine physische Kondition, Erde, Materialismus, zu reduzieren und sogar von der Überlegenheit der Technologie und der künstlichen Intelligenz über den menschlichen Geist träumt. Mars steht nun im Nakshatra oder im Mondhaus Ashwini. Das ist sehr interessant, weil Ashwini ist ein Mondhaus, was assoziiert wird mit den Göttern der Heilkunde. Das heißt, Ashwini ist eng verbunden mit dem Thema der Medizin und der Heilung. Und es ist bemerkenswert, denn gerade auf diesem Gebiet erleben wir eine Unterwerfung unter die Pharmaindustrie. Das heißt, die aktuelle Situation offenbart in gewisser Weise eine Krise der Medizin, insbesondere eine Krise dieser Maschinenmedizin, die immer droht, technischer und entmenschlichter zu werden. Und in den nächsten Jahren, in denen ja Jupiter sich von Saturn mehr und mehr trennt und der Zyklus sich entfaltet, ist damit davon auszugehen, dass diese Themen, auch gerade dieses Thema der Auseinandersetzung mit Wissenschaft, mit Medizin, mit unserem Weltbild, mit unserem Menschenbild, dass das ein ganz wichtiges Thema sein wird, was sich entfaltet, dass es zu einer Auseinandersetzung kommt und dass schließlich vielleicht in 10 Jahren, wo dieser Zyklus auf seinem Höhepunkt sein wird, es zu einer Überwindung auch dieser Maschinenmedizin kommt, die sich im Moment durchzusetzen droht und es zu einer Wiederbelebung kommt von natürlicheren, humaneren und ganzheitlicheren Menschenbild und einer entsprechenden Medizin. Also hier sehe ich auch einen starken Konflikt mit Jupiter und Mars in dieser engen Verbindung mit Saturn, einen starken Konflikt auf einer erkenntnistheoretischen und wissenschaftlichen Ebene. Der Ketu, den ich vorher erwähnt habe, als Herrscher über Mula, ist auch im 9. Haus. Sowohl der Herrscher des 8. Hauses, Venus, als auch Ketu im 9. Haus, die beiden sprechen für Transformation, für das ein sehr starkes Umdenken, für das Verwerfen und Transformieren von Paradigmen. In welcher Richtung auch das immer gehen wird, das wird sicherlich auf unterschiedlichen Ebenen quasi ausgehandelt oder sich entwickeln. Aber das wird ein sehr, sehr wichtiges Thema, denke ich, auch der nächsten Jahre. Es ist auch zu hoffen, dass die Venus, auch wenn sie dort nicht so stark ist im Zeichen Skorpion, dass diese venusischen Kräfte wie Kunst, wie Kultur, wie Feminismus, also Frauen oder Weiblichkeit, interkulturelle Freundschaft, aber auch, weil es ist eine Venus im 9. Haus und ist Herrscher des 3. Hauses, der Kommunikation und der Nachbarschaft und so weiter. Und auch das sanfte Therapieformen, das alles diese Dinge, die durch Venus auch verkörpert werden, Impulse geben, die dazu beitragen, unser Wissen und unser Verständnis zu transformieren und ein menschlicheres und sozialeres Paradigma wiederherzustellen.
Nun, meiner Ansicht nach ist diese Betrachtung dieser Konjunktion auf dem siderischen Tierkreis in Verbindung mit den tropischen Erdhäusern sehr aufschlussreich. Ich glaube, dass sie sehr akkurat die Situation widerspiegelt, in der wir uns jetzt befinden und die, wie gesagt, den Samen bildet für den nächsten Zyklus von 20 Jahren, sozusagen die Themen setzt, ja, mit denen wir es uns, mit denen wir zu tun haben. Und ich denke, es lohnt sich auch weiterhin in der modernen Astrologie mal diese Betrachtung aus siderischer Tierkreis und tropischer Tierkreis, diese Betrachtung zu kombinieren und weiter darin zu forschen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte ich um ein Like oder um ein Abonnement in dieser Serie. Ich werde in dem nächsten Video in 1 oder 2 Wochen möchte ich das Thema des Deutschlandhoroskopes bringen. Deutschland befindet sich astrologisch tatsächlich in einem sehr, sehr wichtigen Wendepunkt meines Erachtens. Und das werde ich beim nächsten Video zeigen, auch im Vergleich zu anderen ähnlichen Wendepunkten, die es in der Geschichte unseres Landes gegeben hat. Ich danke für das Zuhören und das Zuschauen und wünsche alles Gute. Dankeschön.